Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Haul für euch. Und zwar habe ich in der letzten Zeit so ein bisschen was bestellt. Vielleicht sagt euch die Seite was. Und zwar heißt die Wish. Ich weiß gar nicht, ob sie im Internet als Seite gibt. Auf jeden Fall gibt es sie als App für Android und auch für Apple. Und da gibt es halt viele Sachen sehr billig. Und man kann viel Glück haben, aber es gibt auch manche Sachen, die sollte man, glaube ich, nicht da bestellen. Da kann man vielleicht auch Pech haben. Oder zum Beispiel Klamotten oder so, habe ich von vielen gehört, sollte man eher nicht da bestellen, da die Größen auch anders sind. Ich glaube, die meisten Sachen davon, die kommen immer aus China. Und also auf jeden Fall werden die alle rübergechippt. Geschippt. Auf jeden Fall mit dem Schiff und so. Und ja, auf jeden Fall habe ich in der letzten Zeit viel bestellt. Es hat sich ein paar Sachen haben sich so angesammelt. Und ich dachte, ich zeige die euch einfach mal und gebe euch so eine kleine Rückmeldung auch dazu. Und falls ihr auch Interesse da habt zu bestellen, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr bestellen könnt und was ihr vielleicht nicht bestellen könnt. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Die erste Sache, die ich habe, ist mein Portemonnaie. Und zwar habe ich das schon vor längerer Zeit bestellt. Ich glaube, vor einem Monat oder so kam das an. Und ja, es ist auf jeden Fall pink. Und hier unten ist so ein kleiner Schnauzbart, wie auch immer. Und hier oben sind halt auch welche. Man kann das hier mit so einem Knopf öffnen. Und dann ist hier einmal so ein, ich halte mein Personal, das weiß mal zu, so ein Fach, wo du so Karten reintun kannst und ja, ich knicke das mal so um. Hier kann man dann Scheine reintun und sonstige Sachen. Hier, das sieht man gar nicht so gut, hier ist so ein kleiner Reißverschluss, da kann man halt sein Kleingeld reintun und so weiter. Und ich fand das eigentlich ganz gut. Ich glaube, das hat nur... Ich glaube nur 2 Euro oder 3 Euro gekostet und meistens kommen bei den Sachen dann halt so 1 bis 2 Euro Versandkosten hinzu, wenn das so kleine Sachen sind. Und ich muss sagen, also es sieht echt schön aus, also mir gefällt das, das gab es auch noch in anderen Farben. Aber ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal bestellen. Also so ist es eigentlich ganz gut. Es ist auch eigentlich so noch nirgends kaputt. Aber halt hier an den Seiten, wo die Karten reinkommen, die Karten, die halt etwas höher sind, die rutschen gerne bis ganz unten durch oder auch den Personalausweis und so weiter. Das rutscht immer so gerne nach unten und dann kriegt man das sehr, sehr schlecht raus, weil diese Fächer echt verdammt eng sind. Aber so im Großen und Ganzen, insgesamt für 3-4 Euro dieses Portemonnaies, ist verdammt gut. Als nächstes habe ich sogar hier so 2 in 1 praktisch. Und zwar ist das einmal diese Hülle. Und dann seht ihr auch direkt den Popsocket dazu. Und zwar habe ich die Hülle bei Wish bestellt. Die kam, ich weiß es gar nicht, vor 1,5 Monaten vielleicht. Und den Popsocket habe ich auch da bestellt. Für die Hülle habe ich, glaube ich, 3 Euro bezahlt. Und für den Popsocket habe ich 1 Euro bezahlt. Wer nicht weiß, was ein Popsocket ist, was ich mir eigentlich aber nicht vorstellen kann, das ist halt so ein Ding. Hier, da kann man sein Handy besser mit festhalten. Und das poppt man einfach so, vielleicht sieht man das ja, einfach so an die Hülle dran. Und ja, dann klebt das halt so da dran. Das Gute bei denen, also das hatte ich jetzt bei keiner Hülle, wenn man den irgendwo ab und wieder dran macht, der Kleber, der zieht halt nicht das Muster irgendwie von der Hülle ab. Da hatte ich am Anfang so ein bisschen Bedenken. Aber muss ich sagen, ist ganz gut. Die Hülle gefällt mir gut und das ist so Hardcase. Und der Popsocket, der ist auch, den kann man halt so auf und zu machen und dann kann man das Handy auch so hinstellen. Also super, würde ich sagen. Dann haben wir als nächstes noch eine Handyhülle und zwar ist die erst seit ein paar Tagen in meinem Besitz. Und zwar kam die, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen an. Und ja, das ist halt einfach so eine Hülle und im Pink mit Weiß, Glitzer, da ist so ein S drauf für Samsung. Das sind so, glaube ich, so mit die typischen Samsung-Hüllen, würde ich sagen. Und ja, hat 2 Euro gekostet, ist genauso ein Hardcase wie die andere auch. Und finde ich auch ganz gut. Dann kommen wir zum nächsten und zwar ist das eine Palette. Die habe ich auch bei Wish bestellt. Ah, jetzt geht sie nicht auf. Und zwar ist das diese hier. Ich glaube, die gibt es sogar auch bei Amazon. Ich bin mir da gar nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich so eine ähnliche da auch schon mal gesehen. Das ist halt alles Creme und das hier, das sind alles so Bronzer und Highlighter. Bronzer und Highlighter. Bronzer und Contour.
Und hier oben ist ein Highlighter drin, dann ist hier noch so ein bisschen Concealer drin. Also alles so in Creme gehalten und ich habe die heute mal ausprobiert und ich bin ja eigentlich jemand, ich trage eigentlich nie Contour oder Highlighter. Habe das heute mal so ein bisschen probiert, ich bin ja kein Profi da drin, aber auf jeden Fall finde ich sie ganz gut. Und für den Preis, ich glaube, die hat mit Versand auch nur 2 Euro gekostet oder sogar nur 1 Euro, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist die super. Ich finde die Farben auch total schön. Also man hat hier sehr viele dunkle Töne und je nach Hauttyp kann man halt super damit variieren. Und auf jeden Fall finde ich sie gut. Jetzt beim ersten Ausprobieren fühlt sie sich auf der Haut auch gut an. Also das ist nicht so, dass das klebt oder so. Als nächstes kommen wir zu den beiden Dingern hier. Erstmal zu dem kleinen, und zwar sieht das so aus. Das ist für Ohrringe, also für Schmuck, und da kann man die Ohrringe einfach so reinmachen und dann von hinten zumachen. Und ich finde das ganz gut, die so hinzustellen und dass es geordnet aussieht, anstatt die irgendwie so in einem Schmuckkästchen alles kreuz und quer liegen zu haben. Und dann habe ich auch noch dieses hier gekauft. Das ist eigentlich für längere Ohrringe, also nicht für Stecker, sondern für längere, die man dann da so dranhängen kann. Leider habe ich gesehen, als es angekommen ist, es ist schon kaputt. Also laut dem, das Paket, das war auch leider schon offen, also das war an der Stelle schon das Papier gerissen. Und das ist echt schade. Ich ärgere mich jetzt eigentlich nicht, weil es hat nur 1 Euro gekostet. Das ist jetzt halt nicht so schlimm, als hätte ich jetzt 10 Euro bezahlt. Aber es ist halt schon schade, weil ich habe mich darauf gefreut, das alles zu sortieren. Ich denke mal, ich bestelle es nochmal, aber vielleicht bestelle ich es diesmal nicht da, sondern woanders, um sicher zu gehen, dass es vielleicht heile ankommt. Obwohl ich mir da ja auch eigentlich nie sicher sein kann, ne? Wer weiß. Vielleicht mal gucken, vielleicht stelle ich doch einfach hin, weil man, wenn man so nimmt, dann sieht man es jetzt nicht so krass eigentlich, nur wenn man darauf achtet so, ne? Aber es ist halt schon schade, dass es schon kaputt angekommen ist und so wie es aussah, lag da was Schweres drauf. Aber ja, das hat auch nur 1 Euro gekostet und die Dinger finde ich eigentlich ganz gut, so damit es geordnet aussieht. Von daher kann ich die auch empfehlen. Als nächstes kommen wir zu diesen kleinen Dingern hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Und zwar, ich kann mal, das sind Ketten. Ich kann mal eine rausholen, wenn das jetzt nicht alles in so einem Kabelsalat hier verwickelt wäre. Ihr kennt den Struggle bestimmt. Okay. Ich habe eine. Und zwar sind das hier solche Ketten. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob es jetzt echtes Material ist, so wie Silber, Edelstahl, was auch immer. Aber auf jeden Fall sehen die so aus. Und zwar kann ich euch das mal zeigen. Ich habe sogar eine an. Ich habe nämlich, ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass das war. Ich glaube zum Geburtstag, Jahrestag. Ja, ich habe Jakob jetzt gefragt. Zum Jahrestag habe ich diese Kette mal bekommen, also diesen Anhänger. Und die Kette, die war mir leider zu klein. Und also die war sehr klein. Und dann konnte ich die ganze Zeit nicht anziehen. Und dann habe ich halt bei Wish diese ganzen Anhänger gesehen. Ach, diese ganzen Ketten gesehen. Und da konnte man die Größe auswählen, wie lang die sein sollen. Und da habe ich mir halt so eine längere bestellt. Und jetzt kann ich die Kette endlich tragen mit dem Anhänger. Und ich finde das total schön, die endlich tragen zu können. Und ja, bis jetzt, also man hat ja normalerweise immer so Abdrücke oder man bekommt hier so schwarz oder so, wenn das kein echter Schmuck ist. Ich habe die jetzt 2 Tage an. Bisher habe ich noch nichts. Kann sein, dass es vielleicht Edelstahl oder sowas ist. Aber bisher sind die auf jeden Fall ganz gut. Es klemmt nichts ein. Die sind super leicht und auf jeden Fall schön anzusehen. Und auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dieser wunderschönen Perücke. Und zwar, ich habe die eben schon mal angezogen. Ich denke mal, ich habe ja noch nicht, wie gesagt, so viel Erfahrung damit, aber das muss man dann, denke ich mal, lernen, wie man die richtig anzieht und platziert und so weiter. Auf jeden Fall sieht die so aus. Also die ist rot. Die hat so hier vorne so ein Pony und die ist halt ziemlich lang. Und wenn man das so sieht, die ist auch halt gelockt. Und also so Naturwellen sind da drin und ich fand die eigentlich voll schön, vor allen Dingen von der Farbe her. Und habe mir die dann bestellt. Die hat sage und schreibe 6 Euro gekostet. Und ja, ich finde die eigentlich ganz schön. Ich denke mal, dass ich die in den nächsten Videos vielleicht mal anziehen werde. Also bestimmt mal anziehen werde und euch dann dazu auch mehr sagen kann. Also man merkt, dass es Kunsthaar ist, es ist kein Echthaar.
Aber ich muss sagen, es ist sehr weich und fühlt sich auch ganz gut an. Eine Sache habe ich noch, und zwar, die ist an meinem Handy gerade, ist das diese Hülle. Und oh mein Gott, ist die nicht süß. Das sind einfach dicke Einhörner. Ich musste die haben, das sind dicke Einhörner. Die musste ich haben. Ich kann die mal abmachen, um besser zu zeigen. Und zwar sieht die so aus. Die ist halt durchsichtig mit diesen Einhörnern drauf. Das ist halt kein Hardcase, das ist Gummi. Und ich fand die so süß. Sie hat auch, glaube ich, nur 2 Euro mit Versand gekostet, wie die anderen Hüllen auch. Das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich wieder, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht ein bisschen schlauer seid, wenn ihr euch vielleicht noch nicht schlüssig wart, ob ihr bei Wish mal bestellen könnt. Bei Wish mal bestellen sollt. So, also heute ist echt nicht gut mit Reden. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und vielleicht einen lieben Kommentar da lasst. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und dann würde ich sagen, tschüss!